Hallo, willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Chain of Memories. Im letzten Part waren wir bei Aladdin, haben den Traum der 1000 Nächte erlebt. Ne, beim Jafar in den Arsch getreten. Und in diesem Part haben wir noch zwei Optionen, Monstro und Halloween Town. Ich würde Monstro gerne als erstes machen, weil ich Halloween Town mal gern früher gespielt habe, weil man da ein bisschen cooler aussieht. Und da ein bisschen Abwechslung reinkommt. Es wäre dann zwar logisch, das jetzt zu machen, aber das war mal so ein Highlight für mich, das würde ich gerne am Ende erst machen. Was für ein komischer Ort. Was für ein komischer Ort. Hier ist alles so elastisch und weich. Und auch so warm. Mir ist jetzt noch eine Mückechen. Müsstet ihr euch da nicht mehr Sorgen machen? Geppetto. Wer ist da? Kapiert ihr es nicht? Ihr seid im Magen vom Monstro, dem Wal. Die Stimme kenne ich doch. Pinocchio, Pinocchio, bist du's? Komm heraus. Ach ja, Pinocchio war das ja nicht, Geppetto. Du bist es, Jiminy. Mensch, ich hätte nie gedacht, dass wir uns hier treffen. Du entkommst mir nicht, Junge. Ich bin dein Gewissen. Dein Gewissen sollte immer zu leiden. Was sollte dich immer zu leiden, stimmt's? Klar, Jiminy. Ich war auch ganz brav, während du weg warst. Ich hab nicht mal gelogen. Oh je. Ach, der grüne Neune. Ups. Aber wie kommt ihr denn in Monstros Magen? Wir haben uns einen ziemlich ungewöhnlichen Weg ausgesucht. So ungewöhnlich, dass wir nie wieder... Was? So ungewöhnlich, dass wir gar nicht wissen, wie. Wie schade. Ich hatte gehofft, ihr könnt meinem Vater hier raushelfen. Mir und meinem Vater. Was, Geppetto ist auch hier? Sicher, willst du ihn sehen? Komm mit. Jetzt ist nur so ein Skelett. Jetzt müssen wir uns dadurch kämpfen, ey. Da sind so eklige Monster. Und der Endboss ist saumäßig schwer. Ich habe ihn auf jeden Fall richtig hart in Erinnerung. Das kann ja was werden, ey. Supi. Toll ausgesucht ab. Oh, was soll das? Alter, die droppen jetzt inzwischen aber echt viele P. Boah, wieso? Na, ja, die Heilung war mal angebracht, ehrlich gesagt. Hola. Mega super Damage. Bang. Bang. Platz, Platz. Oh, ich dachte schon, Cloud wurde gedroppt. Immerhin droppen die gute P. Ich würde hier noch ein bisschen leveln. Bis es dann endlich weitergeht. Oh, verdammt. Bis es dann endlich weitergeht. Ja, erstmal auf die Heals. Okay, machen so wenig Damage. Vielleicht kann Simba die sofort umbamsen. Nö. EP. Was mache ich denn für einen Quark? Och, ja, die erholen sich ja durch jede Art von Magie. Super Heal und Goofy, kommen wir mal einen um. Und dann kloppen wir die noch ein bisschen zu. Und tschüss, Madame, Mademoiselle, Mon Chéri, Por favor. Bösartige Dunkelheit. Und Mogri, Punkte, Mogri, Mogri. Oh, natürlich. Also ein Level würde ich schon gern noch machen, bevor wir hier weitergehen. Jetzt sind alle geflasht und ich kann sie alle umhauen mit einer riesigen Eisattacke. Bam, bam. Nein, das heilt ja. Mann, das ist so complicated alles. Weil die Vita-Leute sind alle mit Magie heilbar. Das hat nichts nur mit... Oh, das war knapp. Komm, hoin. Dammit. Los. Neue Stufe. Korrekt.
1000 brauchen wir jetzt schon. Das ist ja nicht so schön. Aber was soll man denn machen? Stunde des Magiers. 550 neue Kombi. Ich würde mal sagen, auf LP für den Boss. Haben wir auch lange nicht mehr geskillt. Und wenn, erinnere ich mich nicht dran. So. Seht ihr, also das ist ganz anders als Aladdin hier. Von der Aufmachung her und so. Oh, Karte. High Potion. Schauen wir doch mal. Viele KP. Nope. Wie viele KP? 5, ja, okay, dann passt das ja. Aber ich weiß inzwischen, wie wir diese Rutschattacke hinbekommen. Dafür müssen wir einfach diese hier tauschen. Und die anderen Schlüsseldinger. Und wir einfach nach unten. Und schon haben wir eine Rutschattacke. Ja. Ich brauche wesentlich mehr KP. Plus 1. Ein Schatz. Mit 3. Vielleicht gibt es ja was Schönes. Zum Geburtstag. Und Mori-Punkte. Und Feuerklinge. What the heck? War das ein Zauber oder was? Oder ist das Feuerklinge? Das ist Herzensbrecher. Dann kann das doch nur... Einen Moment. So. Dann kann das eigentlich nur ein Zauber sein, eine Kombination. Feuerklinge. Schleudert das Schlüsselschwert nach vorne und richtet Feuerschaden an. Kriegt man, wenn man Feuer, beliebige Angriffskarte und beliebige Angriffskarte kombiniert. Die würde ich gerne mal machen. Um zu sehen, wie sie gleich war. Dafür nehmen wir einen von... erstmal sortieren, dann sind wir schon richtig hier. Nehmen wir diese 5er Feuer, obwohl, nee, damit 10. Nehmen wir diese 3er Feuerkarte. Hier hin und dann passt das doch. Jo, ist richtig. Wo müssen wir überhaupt lang? Kann man so jetzt auch nicht sagen. Ich würde sagen... Schauen wir es nochmal. Wir gehen nochmal nach unten und gehen dann nach rechts und dann nach hier. Welche Tür benutzen wir dafür? Drängende Dunkelheit. Welche Karte benutzen wir für diese Tür? Sollte natürlich gemeint sein. Naja. Und jetzt nach unten. Vielleicht haben wir die ja. Nö. Aber hier können wir uns merken, dass wir hier später hin müssen. Mit der... Das Herz geht hier auf. Verzieht euch. Open Door. Eine 6. Haben zufällig Magier mit 6. Nehmen wir die doch mal. Ich glaube, dass hier Magierattacken erhöht wurden. Oh, shit, weiß ich nicht mal, welche Karte ich genommen habe. Ja, genau. Bekommen habe. Ah, wahrscheinlich Feuer, Feuer und dann. Oh, zweimal Goofy. Ach, und schon sind sie betäubt. Nein, EP. Ich will die noch einsammeln. Oh, wie sie alle platzen. Viele Sprites schon gar nicht mehr hinterherkommen. Und das Spiel sich aufhängt fast. Bang, bang. Alle geplatzt. Na los, oh komm, treff ihn, zack. Schlitz. Sauber. Nom, nom, nom. Oh, Karte. Eine Nuller. Müssen wir lang. Geradeaus.
Plus 7. Okay, das haben wir. Hoffe ich mal. Was? Och, so eine Ultra Scheiße. Dann machen wir einen Cut. Ich danke fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr guckt den nächsten Part. Ich hoffe, es macht euch Spaß. Sonst könnt ihr irgendwas schreiben. Ja, dann wünsche ich euch ein schönes Leben. Tschüssi.